Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Das ist kein gefaktes Lache, sondern es ist reine Schadenfreude. Was ich euch jetzt zeige und erzähle, hat sich am gestrigen Abend, ist stattgefunden und ist meiner Meinung nach die absolut gerechte und größte Blamage, die das Unternehmen Activision jemals hätte einstecken können. Wir sind während den Qualifying-Runden 3 private Server für die World Series of Warzone. Wir reden von 1,2 Millionen Dollar Preisgeld. Größtes Warzone-Turnier aller Zeiten, größtes Preisgeld von Activision ausgegeben und den Sponsoren, Investoren, alles. Es gibt 3 private Server, es sind keine Public Server, bei denen verschiedene Teams aus Europa, aus Nordamerika gegeneinander antreten. Und die besten Top-Blablabla kommen ins Finale, wo es dann um, ich glaube, das Gewinnerteam kriegt 200.000 Dollar, 300.000 Dollar. Nun, wir wissen ja eins, die Bots in Warzone 2 hat niemand sich gewünscht. Infinity Ward hat sich damit durchgesetzt, weil sie bei Infinity Ward besser wissen, was die Call-of-Duty-Spieler wollen, als alle Call-of-Duty-Spieler das wissen. Das müsst ihr wissen. Das wissen auch bei Infinity Ward Leute besser, die gar keinen Call of Duty spielen und noch nie gespielt haben. Das ist auch eine interessante Ansicht, dann das besser zu wissen. Aber sie haben sich durchgesetzt, die Bots sind drin und die verschwinden auch nicht. Kommt gleich noch was zum Warzone Rank dazu. Also müssen wir mit diesen scheiß Bots und der KI leben. In DMZ macht sie ja noch einigermaßen Sinn, in Warzone macht sie überhaupt gar keinen Sinn. Keiner will sie, sie sind einfach nur nervig, sie bringen nichts. Auf jeden Fall seht ihr ein, zwei Screenshots von den größten Warzone-Streamern, die gestern zusammen mit allen anderen Zuschauern die größte Blamage live erlebt haben. Jedes Mal, wenn in den Runden die Bots auf die Karte gespawnt sind, sind die Server von Activision zusammengekracht und die Games sind eingefroren. Mitten im größten Warzone-Qualifying-Turnier, was es bisher gegeben hat. Währenddessen, das Ganze wurde einmal probiert, zweimal probiert, dreimal probiert. Und jedes Mal, wenn die Bots auf der Warzone-Karte gespawnt sind, sind die Server von Activision abgeschmiert. Wir reden von einem Whitelist-privaten Server. Diese Server sind nur für diese 3 Runden reserviert gewesen. Activision hatte Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und während Hunderttausende live zuschauen, wurde dann nach dem 3. gescheiterten Versuch und die Leute, die sich da teilweise ja schon in gute Positionen gebracht haben und die Kritik wurde richtig laut, hat Activision dann ein Statement rausgegeben und es stand einfach nur, ja, World Series of Warzone wird verschoben, bis auf Weiteres. Das ist der Stand jetzt. Wie soll man auch darauf kommen, dass die Bots, die keiner will, die von Anfang an mit für Lags und Serverprobleme und sonst was verantwortlich sind, wie soll man auch darauf kommen, dass diese Bots, die auf die Karte spawnen, auf einem privaten Server dafür sorgen können, dass das größte Turnier aller Zeiten oder zweitgrößte Turnier, was auch immer, nicht stattfinden kann? Wie soll man darauf auch kommen? Und anstatt zu sagen, die World Series of Warzone wird ohne Bots stattfinden, was 98% von über 300.000 Votes auf Twitter bei Charlie Intel gesagt haben, das war die Umfrage, wollt ihr KI in Warzone, ja oder nein? 97,3% gestern Abend haben gesagt, nein. Leute, 97%. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das bei Activision nicht ankommt. Und dann kommt jetzt das Problem, keiner weiß, wie es jetzt weitergeht, da ist jetzt irgendwie nichts announced worden, die Server sind kacke, das Game ist kacke, ist alles kacke, es ist so blamabel, sowas als Schirm hervorzustellen, ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn mein Unternehmen so arbeiten würde. Aber jetzt sind wir ja kurz davor, dass wir Warzone Ranked bekommen. Und Warzone Ranked hat, wie Ranglisten-Game, nichts mit KI zu tun, für mich und für alle Spieler auch nicht. Und lange und lange und lange wurde mit Infinity Ward diskutiert, die warum auch immer noch die Berechtigung haben zu entscheiden, was bei Warzone passiert und was nicht. Ich habe keine Ahnung warum, die Spielerzahlen stützen das definitiv nicht, dass sie es sollten. Und weil sie nicht bereit sind, die Bots aus Warzone rauszunehmen, weil Infinity Ward der Auffassung ist, dass Bots dem Spiel gut tun, auch wenn das alle anderen das Gegenteil sehen.
ist es so, dass wir in Warzone Ranked jetzt weiterhin Bots haben, die A, nicht mehr zielen können und B, One-Shot sind. Das heißt, die werden nicht auf euch schießen in Ranked, die werden einfach nur umherlaufen und euch verfehlen. Und wenn ihr sie mit einer Kugel trefft, ist es egal, ob Messer, Pistole, Raketenwerfer, Sniper, Shotgun, MP, AR, DMR, LMG. Es ist völlig egal. One-Shot tot. Das heißt, man hat festgestellt, dass Warzone Ranked mit Bots nicht funktioniert, ist aber zu stolz zuzugeben, dass auch diese Gameplay-Entscheidung, Bots einzufügen, absolut kacke war. Weil Infinity Ward hat bisher, glaube ich, noch nicht einen einzigen Fehler zugegeben, obwohl es offensichtlich ist, was alles schief läuft. Activision ist aber auch König, einfach verschweigen, weitermachen, nächstes COD Geld farmen. Dass wir jetzt an der Position sind, dass wir jetzt Warzone Ranked bekommen mit Servern, die absolut Dogshit sind, mit 30 Hertz Taktrate, mit so vielen Problemen in dem Game und mit Bots, die jetzt immer noch drin sind, die für die Game Crashes in den Qualifiers zuständig waren. Nur, dass sie jetzt One-Shot sind und halt nicht mehr aimen können. An diesem Punkt muss ich euch ganz ehrlich fragen und deswegen mache ich das so mit ein bisschen Schadenfreude. An welchem Punkt wird bei Activision als verantwortlichem Publisher für diese Franchise eigentlich irgendjemand endlich auf den roten Knopf drücken und sagen, halt, stopp, jetzt rede ich. Es kann doch nicht sein, dass wir seit 3 Jahren jede Woche mehr Probleme bekommen, selbstgemachte Probleme, wie die schlechten Server, wie die Gameplay-Entscheidung. Und dass jede Woche der Zustand dieser Franchise, der Zuschauerzahlen, der Spielerzahlen, der Verkaufszahlen immer weiter runtergeht und nichts wird dran geändert. Wenn, wisst ihr, man kann ja eine Vision von einem Battle Royale haben. Und auch wenn wir jetzt sagen müssen, Warzone 1 hat ja eigentlich alles an Feedback gegeben, was gut und was schlecht ist. Aber man kann ja sagen, Infinity Ward, diese Lappen hatten eine Idee. Da kann man ja, jeder von uns hat mal eine Idee gehabt, die am Ende scheiße war. Ist halt so. Aber da kann man doch erwarten, dass wenn man das Feedback bekommt, dass die Ideen scheiße sind, die Spielerzahlen sagen scheiße, die Verkaufszahlen sagen scheiße, dann kann man doch erwarten, dass man sich da hinstellt und sagt, das war unsere Idee. Hat leider nicht funktioniert, tut uns leid. Wir werden folgenden Plan fassen, um an eurem Feedback interessiert weiterhin, an eurem Feedback entlang die und die Änderung vorzunehmen. Und mit Sicherheit werden nicht alle glücklich, mit Sicherheit kriegst du nicht alle Spieler wieder zurück. Aber es würde ja etwas geschehen. Aktuell ist es, die laufen seit 3 Jahren durch die Geschichte mit so einem Stirnband vor Augen, laufen durch jede Wand. Die Wände werden immer dicker und der Stier wird immer langsamer. Er versucht es immer weiter. Nur diese Mauer ist ja schon längst da. Also 12 Millionen Spieler weniger als letztes Jahr, obwohl COD Mobile mehr Spieler hat als letztes Jahr. Das heißt, mehr als 12 Millionen Spieler haben wir allein in Warzone verloren. Ja, worüber reden wir denn, Leute? Mehr als 12 Millionen Spieler verloren? Es tut mir leid, aber da sind Investoren, die ja auch ihr Geld wieder zurückhaben wollen und geldgeil sind. Und Bobby Kotick sitzt da und irgendeiner von diesen hunderten Verantwortlichen muss doch irgendwann zur Besinnung kommen und sagen, es geht so nicht, wir machen hier nur Scheiße. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass es passiert und ich verstehe es einfach nicht mehr. Ich habe, deswegen seht ihr im Hintergrund ein bisschen MW2-Gameplay im Stream, wo ihr gerne eingeladen seid, tatsächlich mal wieder 2-3 Stunden MW2 gespielt, Shipment. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dieses Game ist so unfassbar langweilig. Es ist so schlecht. Es ist, also wirklich, es ist einfach nur schlecht. Es ist wirklich, dieses ganze Game, es tut mir leid, aber es ist nur schlecht. Und ich weiß auch nicht, wie man dieses Game wirklich genießen kann. Nichts an diesem Game hat mit Call of Duty zu tun und nichts daran ist meiner Meinung nach etwas, was einen irgendwie fesselt oder was mit Qualität irgendwie vorangeht. Ganz abgesehen davon, dass wir mittlerweile 30 Euro Bundles haben, Audio-Packs, damit das Game klingt wie MW2 von 13 Jahren, für 20 Euro, 30 Euro Waffen-Bundles, 30 Euro Battle-Pässe. Lasst mich eure Meinung wissen, Leute. Ich bin raus.